Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und jetzt geht es wieder hier wunderbar weiter in unserem Randomizer. Ich muss erstmal wieder klarkommen, was wir als letztes getan haben. Wir haben auf jeden Fall die Eisruine fertig gemacht, ne? Haben da ein paar Insekten noch erhalten, Schlüssel, die zur Rüstung haben wir, glaube ich, noch bekommen. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt in den Wassertempel gehen. Was ich aber gerne noch machen würde, bevor wir das tun, ich würde jetzt die Abfahrt machen. Ne? Schön Snowboard fahren gegen den Yeti oder gegen die Yeti-Frau. Weiß gar nicht, ob wir als erstes gegen die Frau fahren. Also normalerweise als erstes gegen den Mann. Wenn wir dann gewonnen haben, dürfen wir gegen die Frau fahren. Ich hoffe, wir können gleich gegen die Frau fahren. Weil das natürlich relevant ist für das Item. Und da bekommt man, glaube ich, normalerweise auch ein Herzteil. Zack. Okay. Natürlich ist dieses Item gerandomized. Und wir gucken mal. Hey, Lust auf eine Rutschpartie. Also gut, um die Wette bis zu meinem Haus. Ich glaube, wir fahren erst gegen ihn, ja. So, wichtig dabei ist auf jeden Fall immer den Stick nach vorne drücken, denn da kriegst du mehr Speed drauf. Gegen ihn ist jetzt natürlich gar kein Problem, der ist relativ easy zu besiegen. Seine Frau ist dann schon eher die harte Variante. Das ist auch so geil. Das macht so Spaß hier. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht allzu große Scheiße bauen. Dann können wir das eigentlich auch easy gewinnen. Und sobald ihr hier die Abkürzung benutzt, hast du eigentlich sowieso gewonnen. Er nimmt die, glaube ich, nicht. Und wir müssen einfach nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht runterfliegen. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. Dü, 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 dü. Oh Gott. Boah, das wäre jetzt fast so in die Hose gegangen. Jo. Da haben wir auch eine wunderbare Zeit hinterlassen. Fabelhaft. Schön, ich hab verloren. Du bist einer Tudor-Rennen, mein erster würdiger Gegner. Wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm zum Berggipfel. Jo, let's go. Genau, jetzt müssen wir hoch und dann machen wir gegen sie. Und dann müssten wir, wenn wir gewinnen, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, ein Item bekommen. Die ist auf jeden Fall heftig. So, erstmal schon Kaffee. Energie für das Rennen. Ja, die ist auf jeden Fall eine Ecke heftiger. So, verwandeln. Ich werde es übrigens erstmal so beibelassen, wie wir aktuell unsere Folgen hochladen. Das heißt, abwechselnd jeden Tag eine Folge. Ja, ich will gegen dich antreten. Natürlich wird auch bald dementsprechend unser neuer Randomizer zu Minish Cap starten. Sie startet hier auch so schnell. Und ja, wir werden aber trotzdem erstmal dann jeden Tag nur eine Folge hochladen. Ich möchte halt erstmal so ein bisschen in der nächsten Zeit ein bisschen meine Reichweite erhöhen. Und das will ich damit machen, indem ich besonders nochmal ein paar mehr angespielte Projekte hochlade in nächster Zeit. Zumindest will ich mich daran versuchen und will dafür halt die Let's Play-Projekte erstmal so belassen, wie sie aktuell sind. Dass wir eben jeden Tag nur eine Folge hochladen. Und dadurch habe ich weniger Stress. Oh Gott. Mann! Mein blödes Antivirenprogramm ist gerade aufgegangen. Was ist das für ein Kack? Na toll. Ja komm, das können wir gleich nochmal starten. Hä, was ist denn mit diesem Antivirenprogramm los? Irgendwie, das ist eben schon zweimal aufgegangen.
Irgendwie läuft da gerade was falsch mit dem Antivirenprogramm. Also ihr müsst das gerade so sehen, dass das Antivirenprogramm aufgegangen ist, hat mich aus dem Fenster rausgeschmissen und ich konnte nicht mehr bewegen. Das war jetzt natürlich gerade essentiell für mich, dass ich mich bewege. Und deswegen bin ich auch runtergefallen. Ist das doof? Das ärgert mich gerade. Okay, noch eine Runde. Ich muss. Ah. Auf jeden Fall muss ich mal was gegen das Antivirenprogramm machen. Das kann nicht wahr sein hier. So, jetzt haben wir auf den. Jetzt bin ich auch wieder! Alter! Dieses Kack-Antivirenprogramm! Zumindest, dass ich irgendein Passwort eingebe. Kann doch nicht wahr sein hier. Steht jetzt gleich. Ob ich das noch gewinnen kann? Oh, ganz knapp, Alter. Da waren wir in der ersten Runde viel besser. Eieieiei. Du bist unschlagbar, Link. Dabei war ich mir ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Du bist eben doch kleiner und flinker als mein Mann. Kein Wunder, dass du so gut bist. Hier, das hast du dir verdient. Oh ja, geil, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Da kommen wir noch weiter vor in den Seeschrein. Schön. Aber kein Wort zu meinem Mann. Lass uns irgendwann mal wieder um die Wette fahren, auf jeden Fall. Aber cool. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, was haben wir noch auf der Liste? Also ich habe mir so einen kleinen Infozettel gemacht, was ich als nächstes machen möchte. Insekten auf jeden Fall. Genau. Insekten hat man 2 Stück. Ist immer ganz wichtig, wenn du vorher in Urlaub fährst oder so, dass du da dir einen Zettel schreibst, was du als letztes für Gedanken hattest, was du gerne machen würdest und so weiter. Weil sonst ist das alles weg, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst. Ist zumindest bei mir so. So, erstmal schon Kaffee. Dann können wir auch gleich bei Thelma nochmal vorbeischauen. Beziehungsweise. Ja doch, ich glaube Thelma. Oder halt beim Wald, da könnten wir auch nochmal vorbeigucken. Ich glaube, das wäre auch wichtig. Da könnte man halt den Mo vielleicht treffen. Je nachdem, welche Storyline gerade getriggert hat. Oder ob überhaupt was getriggert hat. Kann auch sein, wir machen jetzt einfach den Wassertempel und danach, naja, sieht es wieder anders aus. So, aber jetzt machen wir erstmal hier. Das ist natürlich super ärgerlich, dass wir hier gerade so ein Antivirenprogramm-Problem haben. Das hatte ich vorher die ganze Zeit nicht. Was war da los? Mein Computer war die ganze Zeit aus. So. Also es will ja auch nichts weiter von mir, dass irgendwas Schlimmes, nur Passwort eingeben und ploppt die ganze Zeit auf. Mega nervig. Hatte ich vorher gar nicht. Deswegen hatte ich eigentlich auch dieses Antivirenprogramm. So, mal gucken. Okay, ein Herzteil. Zack. Und was haben wir noch? Die Kellerassel. Okay, 20 Pfeile. Schade, da war jetzt nichts mehr dabei. Dann schauen wir nochmal schnell bei Thelma vorbei, ob da irgendwas storymäßig. Oh, ich habe noch welche? Sorry, das wusste ich selber nicht, dass ich noch welche habe. Ich komme gleich nochmal, Wir haben 3 Insekten. Ups. Warte, ich komm. Gib nochmal ab. Ich danke, dass du mich dran erinnerst. Mein Auge hat mich getrübt. Die Musik ist so geil, ne? Die ist so magisch. Und die passt auch so gut hierher. So. Auf ein neues. Ach ja, hier. Gar nicht gesehen. Na dann. Was haben wir da? Hä? Okay. Haben wir Insekt bekommen? Das kann so weitergehen, ne? Insekt für den Insekt. Na toll. Schade.
Das war irgendwie doof. Insekt für den Insekt bekommen und dann 20 Rubine. We love it. Okay, dann gucken wir mal schnell bei Thelma vorbei. Dann können wir in dem Wald nochmal kurz vorbeigucken. Und ansonsten, wenn sich da überall nichts getan hat, dann hätte ich gesagt, gehen wir in den Wassertempel. Jo, so ist der Plan. Hier bin ich falsch. Und dann muss ich wirklich erstmal nach meinem, also wenn der Part vorbei ist, muss ich mal nach meinem Antivirenprogramm gucken. Ich benutze übrigens Avast. Kostenloserweise. Damit hatte ich vorher keine Probleme. Weil ich hatte nur was gesucht, wo ich jetzt, ja, ein Antivirenprogramm, was mich nicht nervt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich habe immer ständig Probleme gehabt während des Let's Plays, dass mich irgendwelche Antivirenprogramme nerven, indem die aufploppen, irgendwelche Sachen von mir wollen, bla 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 blub. Und da habe ich verschiedene probiert. Avast war halt dann kostenlos und hat ganz gut funktioniert. So, hier war nix. Einmal teleportieren, bitte. Wir gehen nochmal ganz kurz in den Wald schauen. Warte, der war hier. Genau. Wenn Mo da jetzt nicht stehen sollte, dann hätte ich gesagt, geh mal in den Wassertempel. Den sollten wir auch abschließen können, hoffe ich. Weil wir haben den Boss-Key. Sollte alles möglich sein, soweit. Aber hier steht auch keiner. Nee. Gut, alles klar. Dann einmal zurückverwandt. Nee, ich hätte mich ja teleportieren können. Egal. So. Haben wir jetzt hier, wir haben noch Lampenöl. Ne, echtes Gelee haben wir dabei. Das ist gut. Stimmt, das hatten wir ja vorher irgendwie mal bekommen gehabt, ne? Genau, Wassertempel, let's go. So, ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir noch machen können aktuell, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt der Meinung, Wassertempel ist aktuell das Einzige, was wir noch machen können. Vielleicht fehlt mir auch gedanklich noch irgendwas. Aber wir werden jetzt erstmal in den Wassertempel rein gehen. Und ja, Thema Hochladen. Ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht allzu böse drum. Natürlich werde ich, sobald ich so ein bisschen meine Reichweite erhöht habe, das Ziel weiter verfolgen, dass ich wieder ordentlich Folgen rausballer. Aber mein großes Ziel ist ja irgendwann vielleicht mal davon leben zu können. Ne? Das ist vielleicht nur ein Traum. Möglich. Aber Träume soll man ja leben. Und ich habe mir überlegt, ich versuche halt einfach mal erstmal große Reichweite zu gewinnen. Dass die Leute mich erstmal mehr kennenlernen. Blablabla. Und sobald ich genug Reichweite habe, dann wird auf jeden Fall durchgezogen. Da kommen von mir aus auch 5 Folgen am Tag. Da habe ich gar kein Problem mit. So. Genau. Nur damit ihr das auch versteht. Und ja, ich will da jetzt nicht weniger machen, sondern ich versuche dann halt angespielt Projekte vermehrt hochzuladen. Das ist der Plan dahinter. Okay, wir müssen jetzt hier aufspringen, ne? Haben wir hier auch irgendwo noch Schatzkisten? Haben wir hier... Oh, da sind Rubine, aber ich glaube, die sind nicht gerandomized, die einzelstehenden Rubinen. Hatte ich extra so gemacht. Bomben. 15 Wasserbomben haben wir hier. Normalerweise bekommt man im Tempel auch welche. Eigentlich müssen wir sparsam sein, was Wasserbomben im Tempel angeht. Weil wie gesagt, normalerweise bekommt man halt welche im Wassertempel. Die sind aber gerandomized, deswegen es kann halt sein, dass wir gar keine im Wassertempel bekommen. So. Ach shit, was mache ich denn? Ich bin sparsam, deswegen verschwende ich gleich noch welche. Hahaha, weil es Spaß macht. Ach ja. Okay, ab in den Wassertempel. Ich glaube, wir bekommen hier im Wassertempel. Ach, das passt ja sehr gut. So aus Domain. Sehr romantisch hier. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt passt. I'm not sure about it. Nee, das ist schon ziemlich cool. Wir bekommen hier gleich am Anfang relativ viele Schatzkisten, glaube ich.
Ja, zwei. Das soll's keiner, ne? Erstmal ein paar Schleime bashen. Zack. Wunderbar. Hi. Hallo? Wo bist du denn gedroppt? Alter. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Noch irgendwo? Egal. Wir machen erstmal Schatzkisten auf. Aha. Sehr geil. I love it. Und? Naja, gut. Da bin ich nicht traurig drum. Das werden wir auf jeden Fall für den Tempel brauchen können. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut mir in die Tasche. Aha. So, let's go. Tür auf. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes ausrichten können heute. Bin gespannt. Ich hoffe halt wirklich auf einen Schlüssel für die Wüstenburg. Das wäre ganz nice. Schlüssel Wüstenburg oder halt so ein anderes Quest-Item. Ein Geruch wäre vielleicht auch nicht schlecht. Solche Sachen. Was? So, da hinten haben wir noch eine Schatzkiste. Und ansonsten müssen wir diese Dinger hier jetzt runterschießen. Wir werden da einen hohen Bombenverbrauch haben. Aber ist halt so, ne? Dafür ignorieren wir jetzt die Gegner hier so ein bisschen. So, rennt einfach schnell durch. Und holen uns da oben noch die Schatzkiste. Das ist halt das Geile, ne? Da sind halt auch die kleinen Schatzkisten wichtig. Normalerweise ist da, glaube ich, auch einfach nur Geld drinne. Und hier kann halt einfach das bombastische, krasse Item drinne sein, was uns die ganze Zeit gefehlt hat, nämlich den Schlüssel für die Wüstenburg. Alter! Wie viele gibt's? Oh, es gibt sehr viele für die Wüstenburg. Shit. Aber die Wüstenburg ist auch noch voller Schatzkisten, ne? Wir sind da jetzt noch nicht so weit vorgedrungen. Und sobald wir die Wüstenburg halt fertig haben, kommen wir halt in den Schattenpalast. Und, ja gut, wir brauchen, ihr habt das ja schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall das Master Sword und dann das krasse Master Sword, also das mit Solarenergie aufgeladene Master Sword, Solarus, das Heilige. Und dann können wir halt den Schattenpalast auch komplettieren, weil wir halt 7 kleine Schlüssel haben und den Wuski. Das wäre nice. Und dann können wir halt auch ins Schloss, ne? Und im Schloss können wir auch schon komplett alles zerlegen, weil da haben wir auch 3 kleine Schlüssel. Das ist schon ziemlich cool. So, warte mal. Hier erstmal den Enterhaken ausrüsten. Wir könnten jetzt halt... wir könnten jetzt halt hier schon loslegen. Weil wir bekommen ja hier erst den Enterhaken. Aber wir machen es erstmal so, würde ich sagen, wie es gewollt ist vom Spiel, oder? Naja, komm. So ein bisschen nicht. So ein bisschen nicht. Weil hier... Das muss auch erstmal aufkommen. Mach auf hier und wir kriegen ja Geld. So Käse. So, da holen wir uns auch gleich noch die kleine Schatzkiste. Ach hier, ich habe gerade Tante gehört. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wo war Tante? War die hier? Ne? Hab's aber gerade gehört. Irgendwo. Na egal. So, ziehen wir uns mal kurz hier rüber. Und ich weiß gar nicht, ob man hier vielleicht theoretisch auch irgendwo noch einen Schlüssel auslassen kann. Könnte sein, weil wir halt schon einen Enterhaken haben. Einen doppelten sogar. Aber theoretisch müssten wir jetzt hier als erstes lang. Ne, müssen wir nicht. Tada. Weiter hinten müssen wir lang. Hallo. Da, wir könnten halt jetzt direkt, ne, zum Bossfight. Oh Gott. Hilfe.
Tschüssikowski, mein Freund. Aua. Genau, zur Bossfight kann man, glaube ich, man muss sich nur ein bisschen klug anstellen. Und dann könnte man da direkt irgendwie hinkommen. Aua. So, pass auf, wir machen mal hier die Tür auf. Geht auch nicht, oder? Wir müssen jetzt halt erstmal irgendeine Tür finden, wo wir durch können und einen Wasserfluss irgendwie so herstellen können. Aber hier ist ja auch nichts weiter. Und da hinten irgendwo rein? Da hinten könnten wir. Okay, hätten wir schon einen kleinen Schlüssel? Ich weiß es gar nicht. Da hinten ist die Tante. Die nehmen wir kurz mit. Hallo Tante. Hallo. Good evening. So, Part ist auch rum, Leute. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt mit dem Schlüssel hier schon durch müssten. Könnte sein. Ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part heraus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.